Willkommen zurück zu Minecraft. Und wir starten auch direkt Building Train. Gott, ein mega mäßiger Lag am Anfang mal wieder. Ist ja nichts Neues. Gut, oh Gott, wo sind wir? Ach, wir sind. Hier oben sind wir also. Ah, ich wollte Stein farmen. Genau. Darum würde ich auch sagen, nehmen wir uns gleich auch die Workbench und das Holz gleich mit. Das heißt, warte mal, wir machen es einfach mal so. Vom Stein her kriegen wir 15 Hacken hin. Wenn ich das jetzt richtig gesehen habe. Zugegebenermaßen ist das jetzt nicht gerade sonderlich viel. Deswegen nehme ich auch Workbench und Holz mit. Und dann graben wir wieder in unseren bekannten Tunnel. Und graben drauf los. So. Vielleicht hätte ich den Lava-Eimer, den Lava-Eimer, den Wassereimer mitnehmen sollen. Für Lavafälle, aber. Warte, muss ich mal überhaupt Stein farmen? Wofür denn? Die Burg ist doch an sich erstmal fertig, dachte ich. Wir könnten irgendwas anderes bauen eigentlich. Oder ich gehe jetzt wirklich in den Gang runter und farme ganz, ganz dolle Stein. Damit wir erstmal was haben, falls wir mal wieder was brauchen. Das könnte ich machen. Das könnte vielleicht auch sinnvoll sein. Weiß ich nicht. Das müsst ihr wissen. So. Gott, geht dieser Gang lang. Mal schauen, was passiert. Es ruckelt. Gott, da war jede Menge. Oh, da war auch jede Menge Lava. Das ist eine super tolle Idee, hier jetzt entlang zu gehen. Wirklich toll. Ich glaube, das ist eine ziemlich blöde Idee im Moment. Aber ja, wurscht. Ich muss. Naja. Worüber könnte ich denn jetzt reden? Habe ich überhaupt irgendwas zu reden? Ich weiß nicht, ob ich über irgendwas. Oh. Hallo, eine Höhle. Mit Gold. Und einem Lavaloch. Schön. Oh Gott. Was ein Glück, dass man mittlerweile sneaken kann. Komme ich hier wenigstens über den Lavasee rüber?
Tankt die Erde sogar ohne Cobblestone zu verbrauchen. Das ist auch schon wieder gut. So. Perfekt. Ich nehme mal also mal quasi das genau gleiche. Dann kommen wir hier auch über den Lavasee drüber. Und zwar wunderbar. Oh ja. So, und hier auch wieder alle drei Blöcke die klassische Fackel. Damit nichts anbrennt. Im wahrsten Sinne des Wortes. Wird nichts, nee, nichts anbrennen wäre das Sneaken. Damit ich nicht in die Lava falle und damit ich mich nicht anbrenne. Das nichts anbrennen in Kombination mit Fackeln setzen war irgendwie interessant. Und unlogisch. Also wirklich extrem unlogisch. Und du musst mich loben, dadurch, dass ich heute ein schwarzes T-Shirt anhabe bei der Aufnahme, haben wir fast überhaupt kein Bildrauschen. Daraus schließe ich in Zukunft immer Trauerbekleidung oder im Anzug. Im Smoking. Wäre bestimmt auch mal interessant. So. Und dann so klopfte er auf Stein und Stein und wollte in der Höhle sein. Schon interessant, ne? Wir können jetzt einfach mal drüber nachdenken, was wir als nächstes bauen wollen. Also ich will auf jeden Fall da vorne eine schöne Stadt haben. Nur weiß ich nicht, woraus ich sie haben will. Aus Holz? Aus Holz sind ja keine Städte. Aus Stein? Ist das dann alles so grau in grau? Ist auch nicht so. Was gibt es denn noch so für Materialien? Ich weiß es nicht. Vielleicht soll es auch eher so ein kleines verwunschenes Dörfchen sein. Auf jeden Fall brauchen wir einen schönen großen Bauernhof in der Nähe. Das muss auf jeden Fall sein. Die Frage ist halt nur, wie man den dann machen will. Und in welcher Form. Und generell überhaupt wie? Das weiß man ja alles nicht. Man kann sich natürlich ins Blaue stürzen und hoffen, dass das gut wird, aber ich weiß nicht, ob das so sinnvoll ist. Von dem her, keine Ahnung. Ich bin ratlos. Vielleicht ist das auch der Grund, warum ich mich einfach die ganze Zeit entlang grabe. Einfach nur, um nachzudenken, was ich machen will. In dieser Welt. Also jetzt nicht in der richtigen Welt, sondern hier in dieser Minecraft-Welt. Wenn ich drüber nachdenke, was ich in der richtigen Welt machen will. Ja, prinzipiell meinen
Beruf so wählen, dass mein Studium das Ganze unterstützt, also was bei dem Bereich Vermessungswesen. Und ich will eventuell mal eine Hütte in den Bergen haben. Oha. Das kam jetzt überraschend. Das Lavasee. Da vorne das kleine. Nein, aber eine Hütte in den Bergen würde ich, denke ich, wirklich gerne, weil man dort noch seine Ruhe hat. Es gibt nur wenige Orte, wo man wirklich ganz bei sich sein kann, und darunter zählen halt Berge. Da ist viel weniger los als zum Beispiel in einer Stadt oder auch schon auf einem Dorf. Es ist in den Bergen einfach generell alles ruhiger. Vor allem im Winter, wenn Schnee liegt, dann ist es auch durch den Schnee noch zusätzlich ruhiger. Und kann man viel besser loslassen. Und auch an Seen ist es ja auch so. Da ist man halt wirklich abgeschieden, mit sich selbst beschäftigt. Kann aber so drüber nachdenken, was man eigentlich so für Ziele hat im Leben. Ob und wenn ja, wann und wie man sie erreicht. Und ja, das tut einfach gut. Es gibt ja Leute, die, dazu gehört wahrscheinlich mein Vater dazu, die können nicht wirklich entspannen. Die, wenn sie mal so eine Stunde lang auf der Liege liegen und dann theoretisch mal mehr Zeit dafür haben nachzudenken, die können das nicht. Der muss immer irgendetwas machen, weil ihm sonst einfach des Todes langweilig ist. Und ich gehe von mir selber mal aus, dass ich entspannen kann und loslassen kann. Also ich habe das Problem nicht, dass ich nicht nichts tun kann. Bei mir muss nicht immer was los sein. Ist jetzt vielleicht für Leute, die mich jetzt hier so meinen zu kennen, überraschend. Aber auch ich kann sehr erfolgreich nichts tun. Ist auch nicht schlimm, wenn man nichts tut. Im Gegenteil. Es hilft. Kommt man wieder runter, wenn man immer irgendwas macht. Das ist total ätzend. Es gibt doch nichts Schöneres, außer einfach so rumzulegen. Am besten noch in einer. Die Sonne sollte dafür nicht zu stark scheinen, weil wenn sie zu stark scheint, ist es wieder ungünstig wegen Sonnenbrandgefahr. Aber wenn so die Sonne leicht scheint und man dann so schön unter einem Baum liegt im Sommer und einfach mal in den Himmel schauen kann. Oder von mir aus ein Laub. Man kann auch stundenlang, für alle, die eine Katze haben, man kann seiner Katze doch stundenlang zusehen, wie sie irgendwas macht. Man kann es auch generell wie Katzen machen, die einfach stundenlang irgendwas, was uns total unlogisch scheint, so nach dem Motto, wie kann man sich denn bitte eine Stunde lang auf die Fliege am Fensterbrett fokussieren? Das geht doch nicht, da macht man auch schlapp. Oh, ne, es geht schon. Wenn man sich anstrengt, kann man auch einen Fleck an der Wand 3 Stunden lang hochkonzentriert anschauen. Er ja, geht halt davon nicht weg, aber es geht. Man kann sich schon auf was fokussieren. Nur für uns ist es anstrengend, für die Katze ist es quasi, ja, überlebenswichtig. Und wenn sie jetzt nicht im Haus wohnen würde, sondern halt in der freien Wildbahn, die muss ja ständig die Lage abchecken, ob sie in Gefahr ist, beziehungsweise ob ihr Revier in Gefahr ist, in der ihre potenziellen Kinder aufwachsen. Und wenn man dann halt so rumliegt und einfach irgendwas beobachtet, das sollte sich bewegen, weil sonst ist das echt anstrengend für die Augen. Aber wenn man halt die Augen immer am Bewegen ist oder einfach schließt und dann schläft oder döst. Und das ist auch total lustig, dass ja unter Kindern und Jugendlichen, die etwas älter sind, halt total verpönt ist, einen Mittagsschlaf zu halten. Ich frage mich, warum? Schlafen ist toll,
Was soll denn daran bitte kleinkindermäßig sein, wenn man Mittagsschlaf hält? Ist gesund? Und das Lustige ist,